Also Pay2Go ist eine Plattform, die wir halt unter anderem nutzen können für in der Schule, wo Literatur hinterlegt ist, Fachbücher speziell für den OP. Die Schüler können Recherche betreiben, egal wo sie sind, auch gerne im Urlaub. Das zweite ist, dass wir darüber Klausuren schreiben, online. Das dritte ist, dass die damit sozial kommunizieren können, also über Foren. Und dass sie selbst eigene Arbeiten hochladen können und diese Arbeiten dann von anderen Schülern oder von uns Lehrern begutachtet werden. Wenn man während einer OP was nachschlagen möchte, kann ich halt direkt aus dem OP-Saal rausgehen, mich am PC kurz setzen und das Programm aufrufen und ich habe direkt die Informationen da und kann alles nachlesen. Und auch wenn ich jetzt, sage ich mal, in der Bahn sitze und mit meinem Tablet was nachschlagen will, schnell kann ich das auch. Ich habe mir einfach eine Software geschnappt aus Kanada, habe die irgendwie auf unseren Server gepackt, dementsprechend angepasst an die Bedürfnisse und das ganze System läuft seit ja, 2 Jahren. Man hat immer irgendwie was, wo man weiß, ah, da finde ich das und ja, ist schon ein Vorteil. Also ich nutze es auch viel.